Hallo, ihr seht hier Landschaftsaufnahmen anlässlich eines kleinen Jubiläums. Ihr habt euch also nicht verklickt. Mehr dazu nach dem Intro. Und was gibt es groß zu feiern? Zum einen, ich habe mittlerweile über 100 Abonnenten. Also vielen lieben Dank fürs Folgen und ja, macht Werbung, wenn euch das gefällt, was ich so von mir gebe, und empfehlt mich weiter. Vielleicht gibt es dann irgendwann schon das nächste Runde Abonnenten-Video. Und es ist auch in zweiter Hinsicht noch ein Jubiläum, denn das ist mein 50. Video in dieser Reihe. Ich habe noch ein paar andere Videos, aber in dieser kleinen Vorlesungsreihe von mir ist das jetzt das 50. Video. Und ich habe Gründonnerstag letztes Jahr angefangen und also so grob Pi mal Daumen ein Video pro Woche. Mir erscheinen die Abstände dazwischen auch länger. Also, aber die Zahlen lügen nicht, und ja, ich hoffe, dass das halt auch weiter wächst. Und weil das mein 50. Video ist, dachte ich, ja, ein bisschen Landschaft zu zeigen, ist auch mal ganz nett. So, an dieser Stelle ein kleiner akustischer Disclaimer. Das ist mir nämlich in der Videoedition ein bisschen untergegangen, da ich das ursprünglich ganz anders geplant hatte. Bis ungefähr zur ersten Hälfte dieses Videos rekapituliere ich nochmal über die Steine, die wir schon gesehen haben, über ihre Funktion. Und in der zweiten Hälfte dieses Videos geht es dann, naja, um Beispiele aus der Kunst, und zwar aus verschiedenen Religionen, über Altäre betreffend, und ein Beispiel am lebenden Objekt. Das so zur Orientierung, das fehlte etwas in dem Vorspann, beziehungsweise ist verschütt gegangen. So, damit wiederhole ich jetzt ein paar Sachen aus den vorangegangenen Videos, aber unter einem anderen Gesichtspunkt. Wir haben aus Varnenum die Tabula Ansata, so eine kleine Votivtafel. Und wir haben das im katholischen Kontext mit diesen Votivtafeln hier in Schönstatt. Und wir haben Votivtafeln, Kerzen in Kevela. Das ist das, was man in der Antike in diesen Schatzhäusern zum Beispiel aufbewahrt, oder im christlichen Kontext in extra davor vorgesehenen Nischen oder sogar eigenen sakralen Bauten. Das haben wir uns alles angeguckt, aber das sind Votivgaben. Internetlexikon sagt dazu, Votivgaben oder Votive, von mittellateinisch vovere, geloben, sind Gegenstände, die aufgrund eines Gelübdes bzw. Vorlöbnisses als symbolische Opfer einer überirdischen Macht öffentlich dargebracht werden. Dies geschieht insbesondere für die erfolgte oder gewünschte Rettung aus einer Notlage und häufig an einer kultischen Stätte. Also eine Art, ja, Dankesgeschenk an die Gottheit. So, ich habe in den letzten Videos, und zwar genauso wie das in der Fachliteratur auch ist, auch mit meiner Magisterarbeit, die ich euch schon ein paar Mal ins Bild gehalten habe, da geht der Begriff Votivsteine, Weihesteine, Votivaltäre, Matronensteine, Matronenaltäre ineinander über und wird alles so synonym verwendet. Das ist aber meiner Meinung nach nicht ganz korrekt. Trotzdem wird es gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es da eine Abhandlung oder, ja, Doktorarbeit, Magister- oder Masterarbeit oder nur eine Bachelorarbeit darüber gibt. Wenn es so etwas gäbe, dann wäre wahrscheinlich die Universität Bonn oder die Universität Köln der erste Ort, wo man nachgucken könnte, ob es da sowas gibt, von irgendeinem Archäologie- oder Geschichtswissenschaft betreibenden Menschen. Das ein bisschen zu auseinanderklamüsern. Was haben wir an Votivsteinen, was haben wir an Weihesteinen? Das ist eigentlich das Gleiche, aber nicht dasselbe. Und was sind Altäre? So, es kann sein, dass es so eine Publikation mittlerweile irgendwo gibt und auch schon häufig zitiert wird. Das weiß ich allerdings nicht. Dazu müsste ich in einer Universitäts- und Landesbibliothek mal ein paar Stunden suchen und dann hoffentlich auch finden. Aber das geht zurzeit aus diversen Gründen nicht. Es geht mir um die etwas genauere Klassifizierung bzw. Auseinanderhaltung dieser Steine.
Wir haben jetzt hier, das ist dieses Replikat des Steins eigentlich aus Nettersheim, der dann in Pesch auch nochmal steht, als Stellvertreter-Ding, da bin ich schon drauf eingegangen. Und wenn wir uns das hier auf der Oberseite angucken, das habe ich schon mehrfach gesagt, die Voluten an den Seiten und der spitze Giebel, das eignet sich nicht wirklich als Altarfläche. Wir sehen hier eine kleine Figur drauf abgestellt. Ich bin nah dran gegangen und es ist eine Nachstellung der Venus von Willendorf gewesen. Ich glaube, selbst getöpfert mit so einem Lebensbaum-Anhänger drumherum. Also da vermischen sich sehr viele pseudo-heidnische Wunschvorstellungen, die dann da auf dem Matronenstein abgestellt werden. Aber das ist ein eigenes Thema. Im Gegensatz zu diesen Täfelchen sind diese Steine ja eine Nummer größer. Und wir wissen ja, es gibt Steine mit Inschrift und mit bildlicher Darstellung, wo dann auch eine Inschrift drunter ist. Und diese Steine bilden ja schon an sich auch eine Votivgabe an die Gottheit oder an die Matronen in dem Falle. Also das ist ja schon ein Dankesopfer an sich. Und wir haben ja bei diesen ganzen Inschriften und immer VSLM oder nur VS oder LM, also Votum Solvit oder Votum Solvit Libens Merito oder einfach nur Libens Merito. Also hat gern und bereitwillig sein Gelübde eingelöst. Aber das reicht noch nicht aus, um von Altären zu sprechen. Und trotzdem sind die Übergänge ineinander fließend und man kann sie trotzdem irgendwo voneinander abgrenzen. Das klingt jetzt was verwirrend, aber wenn wir uns dieses Konstrukt hier oben ansehen, diese beiden Voluten und der Giebel, da ist keine große Fläche. Ich habe das schon ein paar Mal gezeigt, aber ich will auf was hinaus. Wenn wir uns dann mal dieses Ding hier angucken, das ist so ein kleiner Stein aus Pesch und seine Oberfläche, da sehen wir, da ist zwischen diesen Voluten und diesen beiden Scheingiebelchen ein bisschen Platz. Hier sind dann große Kieselsteine abgelegt worden. Euren Datums, als Opfergaben. Also da kann man etwas den Göttern nochmal etwas zusätzlich drauflegen, obwohl der Stein an sich ja schon eine Gabe ist. Das ist aber auch noch kein Altar, kein Opfertisch, denn diese Bedeutung hat ein Altar ursprünglich, das ist ein Opfertisch. Und wir sehen dann hier bei diesem Stein, der hat oben, das kann man auf dem Bild nicht gut erkennen, aber der hat die gleiche Dachkonstruktion. Voluten, kleine Scheingiebelchen, aber in der Mitte, wenn wir das Bild mal von nah bei gucken, da haben wir die drei Matronen plus eine vierte sitzende weibliche Person. Das ist aber keine Matrone, die gehört nicht zu dieser Gruppe dazu, sondern soll halt eine, wie auch immer, Kultfamilie repräsentieren oder gehört vielleicht sogar zur Szene unten, wo wir opfernde Menschen vor einem Altar sehen. Und zwar links bei der Person unten, da dürfte es sich wohl um einen Mann handeln. Und rechts kann man aufgrund der Kleidung davon ausgehen, dass es sich um eine Frau handeln soll, die da mit der Hand auf diesen Altar zutrifft. Und die Person dahinter, wenn es denn eine Person ist, eine Person im Hintergrund, aber wir haben hier den Aufbau eines Opfertisches, wo Platz oben drauf ist. Aber auch hier angedeutet die Voluten und dieser kleine Scheingiebel. Aber es wird ganz klar, dass hier quasi auf einem Weihestein, den Matronen geweihten Stein, der selber keine Altarfunktion so richtig hat, weil die Begebenheit oben nicht stimmt, dargestellt ist, wie ein Opfer dargebracht wird auf einem Stein, der keine Matronendarstellung hat, sondern da ist hier unten nur diese Schmuckgirlande auf der Stirnseite. Ganz witzig wäre es dann gewesen, wenn wir eine Darstellung in der Darstellung hätten, also wenn unten auf diesem Altar auch nochmal drei kleine Matronen hätten, also dass sich quasi die Abbildung immer wieder wiederholt. Ist aber nicht. So, noch ein kleiner Stein, auch den hatte ich kurz gezeigt. Das ist mit Inschrift versehen ein Votiv. Es ist dem Matronen geweiht, es hat keine bildliche Darstellung. Es hat aber oben eine glatte Fläche. Also das ist dann ein Weihealtar oder Weihealtärchen. Also kein Matronenstein im klassischen Sinne, dass die Matronen darauf abgebildet sind.
aber es ist tatsächlich auch ein zu dieser Gruppe gehörendes Objekt. So, das Bild hier ist auch aus Pesch. Ich glaube, das hier ist aus dem Internet. Ich selber habe das auch fotografiert, aber hier ist es schon hell zu sehen. Das ist wieder ein Matronstein. Wir haben die Votivfunktion Libens Merito unten in der Inschrift. Wir haben die grafische Darstellung, die nicht mehr so schön ausgearbeitet ist, wie wir das jetzt schon auf anderen Matronsteinen gesehen haben. Und oben eine gerade Fläche. Und mein eigenes Bild jetzt Ende Februar. Da sieht man, da passt eine Mandarine drauf, da passen Narzissen drauf und noch ein paar andere Opfergaben. Da kann man etwas den Göttern oder der Gottheit etwas drauf opfern. Das ist auch so ein Übergang zwischen Weihestein, also Votivstein, Weihestein und Altar. Aber noch nicht so richtig dezidiert. Und diese beiden Beispiele hier, die habe ich schon ein paar Mal gezeigt aus meinem Inschriftenvideo. Das ploppt hier irgendwo auf. Das sind Steine aus Rehmagen. Die sind natürlich nicht dem Matron geweiht, sondern Jupiter, Optimus Maximus und dem Ortsgeist. Wie gesagt, das erkläre ich alles in dem Video zu Inschriften. Aber auf der Oberseite haben wir hier dezidiert runde Mulden zum Verbrennen von Opfergaben oder zum Vergießen, zum Ablegen von Opfergaben an die Götter. Ja, also hier kann man dann schon tatsächlich von Altären sprechen. Die sind auch oben ein bisschen breiter. Diese Matronenaltäre sind relativ schmal. Das reicht da durchaus aus. Aber wenn ich da oben eine Fläche haben muss, dann muss da ja auch unten Substanz da sein. Wenn wir uns jetzt diese Form angucken, wir waren jetzt die ganze Zeit im heidnischen Bereich. Unten breite Basis, dann wird es schlanker und oben wieder ein breiterer Altartischraum, also Platz oben. Also das ist alles heidnisch. Merken wir uns die Form. Denn jetzt muss ich ein bisschen auf das Alte Testament eingehen. Wie ich schon mehrmals betont habe, das hier ist kein religiöser Bekehrungssender. Aber ich habe nur mal christliche Archäologie studiert, unter anderem. Und ich möchte eigentlich auch frühchristliche Bauwerke, frühchristliche Kunst vorstellen, im Zusammenhang spätantike Römisches Reich. Das setzt voraus, dass man sich auch ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt. Und die Kenntnis der Bibel ist dabei insofern nützlich, das ist wie ein Drehbuch oder ein Film, den man mal gesehen haben sollte, damit man mitreden kann, ja, wenn über das Thema gesprochen wird. Ohne dass man den Film mag, der nach diesem Drehbuch gedreht worden ist, man muss da auch nicht mal dran glauben, aber man sollte die Handlungen kennen. So, und jetzt haben wir diese klassische Form aus dem heidnischen Kontext, Altar. Und jetzt zeige ich euch, das hier. Was ist das? Das ist eine Wandmalerei aus Dura Europos. Das ist eine Stadt im Osten Syriens. Und diese Wandmalerei stammt aus einer antiken Synagoge. Und diese Wandmalereien sind aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Und die Szene, die wir hier dargestellt haben, stammt aus dem Alten Testament, erstes Buch Könige, Kapitel 18, Vers 17 bis 46. Und da geht es darum, dass der Prophet Elia mit den Baalpriestern darum wettstreitet, wer jetzt nun an den richtigen Gott glaubt oder welcher Gott der richtige ist. Die Baalspriester sagen natürlich, Baal ist der richtige Gott und Elia sagt, nein, es gibt nur den einen und das ist der richtige. Wie gesagt, es geht nicht darum, ob man daran glaubt, sondern das ist die Handlung, die dahinter steckt. Und man entschließt sich zu einem Wettstreit. Die Baalpriester rufen einen ganzen Tag lang ihren Gott Baal an, dass er ihnen Opferfeuer schickt, also um ein Opfer darzubringen, einen aufgerichteten Altar zu entzünden. Und es passiert nichts. Und Elia sagt, ja, übergießt meinen Altar mit Wasser. Macht es nicht nur einmal, sondern zweimal, sondern dreimal. Und mein Gott ist der Richtige und der wird diesen Altar, der komplett durchtränkt ist mit Wasser in Flammen setzen und dann werdet ihr sehen, dass mein Gott der Richtige ist. Das nur so ganz grob zur
Hintergrundhandlung. Und genau das sehen wir hier. Wir haben unsere Altarform, die wir gerade noch in Pesch in der Eifel im heidnischen Kontext gesehen haben. Wir haben das Opfertier da oben in den Flammen. Wir haben rechts Gestalten, die Amphoren bzw. Wasserkrüge tragen. Und wir sehen sogar eine Person, die das Wasser da drauf gießt. Und auf der linken Seite haben wir dann so mit erhobenen Armen, es passiert was. Diese comichafte Darstellung. Das, was wir da sehen, ist die bildliche, die ikonografische Umsetzung einer Bibelstelle. Und wenn wir dann irgendwann mal wieder auf die spätantiken, frühchristlichen Bauten zurückkommen, auf die Ikonografie, da habe ich ja auch schon mal ein bisschen was gemacht, vor ungefähr einem Jahr, dann wird uns sowas noch häufiger begegnen. Ich möchte aber noch eine andere Stelle aus dem Alten Testament zeigen, die ein bisschen populärer ist, die wir auch im islamischen Kontext häufiger rezitiert haben. Und das ist das hier, was wir hier sehen. Und dabei handelt es sich um das sogenannte Opfer des Abraham. In der Bibel steht im Buch Genesis Kapitel 22 das Ganze. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Gott wollte Abraham auf die Probe stellen und hat von ihm verlangt, dass er seinen Sohn Isaak opfert. Und Abraham nimmt Isaak und geht mit ihm auf einen Berg. Und in dem Moment, wo er das Messer zückt, kommt von oben eine Stimme und sagt, halt, danke, das genügt mir als Beweis deiner Gottestreue. Opfere mir stattdessen den Widder, den du da jetzt gerade im Busch findest. Verschone deinen Sohn. Ganz knapp zusammengefasst. Diese Geschichte findet sich, wie gesagt, in der Bibel, findet sich natürlich in der Tora und sie findet sich auch im Koran. Das höchste Fest des Islam ist das Opferfest und das bezieht sich genau darauf, nur dass da der Sohn des Abraham nicht als Isaak, sondern als Ismael angesprochen wird. Aber das würde jetzt auf Bibelexegese, Tora-Exegese und Koranexegese hinauslaufen, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ich habe leider keine Tora hier, aber Koran und eine Bibel. Das ist eine zentrale Geschichte der monotheistischen Religion, der Buchreligion, diese drei. Und dementsprechend ist das eine sehr prominente Geschichte. Und diese prominente Geschichte haben wir in den verschiedensten Ausführungen in der Kunst immer wieder auftauchend. Natürlich auch im christlichen Kontext. Ich zeige jetzt mal ein paar Beispiele so auf die Schnelle, die ich gefunden habe und erkläre dann auch ein bisschen, was das denn jetzt mit den Matronenheiligtümern zu tun hat. Wenn wir uns das hier angucken, das fiel mir nämlich sofort ein als Verbindungspunkt. Das ist eine Elfenbeinpyxis. Auf das Objekt näher gehe ich jetzt nicht ein. Ich möchte nur erklären, was wir da sehen. Wir sehen die Gestalt des Abraham mit dem gezückten Messer. Die andere Hand, die linke Hand, hält er auf dem Haupt seines Sohnes. Und von oben kommt eine Hand und zu seinen Füßen haben wir auch einen Widder. Und im Hintergrund haben wir so eine Treppe angedeutet, also das sozusagen, da geht es irgendwie hoch. Das Ganze spielt in der Bibel auf einem Berg. Und wir haben einen Altar. Und wenn wir das nochmal vergleichen, breite Basis, schlanker Mittelteil und oben ein breites Ding. Und das hat auch diese Zacken, also diese Voluten angedeutet mit diesem Scheingiebel. Das kam mir in den Sinn, das musst du zeigen. Das ist so die künstlerische Ausgestaltung eines Opferaltars, eines Opfertisches. Und wir haben diese Form in heidnischem Kontext aus den nachchristlichen Jahrhunderten und wir haben es dann auch im frühen Christentum, also das hier ist aus der Antike, Spätantike, und wir haben dieses Motiv immer noch, das ist religionsübergreifend. Und wenn wir uns dann unseren Tempelbezirk angucken, also hier nochmal die Rekonstruktion aus Nettersheim und gucken da ins Detail, da haben wir im Hintergrund von dem großen Tempel diese Matronsteine mit dem Giebel, wo man nicht wirklich was drauf machen kann. Das sind Votivsteine. Jetzt habe ich wieder Matronsteine gesagt. Aber das sind diese Votivsteine mit dem spitzen Giebel und den Voluten, die eine
Opferungen quasi selbst an die Götter sind. Und wir haben vor dem Tempel da diese kleine Gruppe, die um den Opfertisch, Opferaltar drumherum steht. Also das, was wir eben auf dem Stein doppelt gesehen haben. Das Ganze auf einem Matronenstein und die eigentliche Opferung auf einem Altartisch. Altartisch. So. Ja, das Bild, das habe ich bei Alame Stockfoto mal so abgegriffen. Und wir sehen hier auch wieder das Abrahams Opfer. Zur zeitlichen Einordnung ganz schnell nur, das ist ein Säulenkapitell aus einer Kirche, und zwar einer westgotischen Kirche in Spanien, entstanden Ende 7. Jahrhundert, Anfang 8. Jahrhundert, also ganz, ganz kurz bevor die Mauren nach Spanien einfallen, also das Gebiet größtenteils islamisch wird. Westgotenreich ist auch ein sehr spannendes Thema. Also das ist schon nicht mehr, ja, das ist der letzte Atemzug der Spätantike. Da klingelt das Mittelalter oder das Frühmittelalter schon ganz gewaltig in der Kunstform. Aber auch hier sehen wir das Abrahamsopfer. Wir sehen in der Mitte die Gestalt mit dem Messer. Wir haben die Hand, die von oben kommt. Wir haben eine vor dem Opfertisch gebeugte andere Gestalt, und das ist ein Opfertisch mit drei Beinen, dieser Altar. Und wir haben rechts dann in dem angedeuteten floralen Muster, also dem Gebüsch, dann wieder den Widder. Nächstes Beispiel. Das sieht ein bisschen lustig aus in seiner Ausgestaltung. Jede Zeit hat ihren eigenen Stil. Hier haben wir ein Mosaik, und zwar aus einer Synagoge in Israel. Diese Synagoge, Bet Alpha, wurde im 6. Jahrhundert nach Christus gebaut, ist dann Mitte des 8. Jahrhunderts einem Erdbeben zum Opfer gefallen, aber man hat dort Mosaiken gefunden. Und wir sind also hier wieder im jüdischen Kontext. Die rechte Seite ist das, was uns interessiert. Da muss man ein bisschen genauer hingucken. Wir haben wieder Abraham mit dem gezückten Messer, wir haben den Widder, wir haben auch die Hand, die da von oben kommt, und wir haben auch angedeutet den Isaak, und wir haben da Flammen auf diesem Altargestell. Also da ist die grafische Darstellung nicht ganz so deutlich. Und ich sagte eben, das ist auch im Islam ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, wo die Abbildung her ist. Sie ist auf jeden Fall aus dem islamischen Kontext. Also, man verzeiht, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber Abraham hat hier unzweifelhaft einen Turban auf. Seinen Sohn im Islam, Ismael, Fragezeichen, bei sich. Und es kommt der Engel als Bote des Herrn, der den Widder bringt. Also auch das ist die bildliche Umsetzung dieser Geschichte. Hier haben wir ein Beispiel aus der Ostkirche. Die Beischriften sind auf Griechisch. Das Motiv muss ich nicht weiter erklären, das kennen wir jetzt. Aber hier sehen wir den Altar als lange Stele quasi mit Flammen obendrauf. Also etwas, ich brauche oben Platz, um dort ein Feuer zu entzünden. Und das ist natürlich eine etwas modernere Darstellung. Aber ich wäre ein schlechter ehemaliger Student der christlichen Archäologie im Nebenfach, wenn ich nicht wenigstens auch das hier zeigen müsste. Das ist San Vitale in Ravenna. Wir werden uns, auch das habe ich irgendwann schon mal gesagt, ravennatische Mosaiken uns nochmal genau angucken und auch auf die verschiedenen Kirchenbauten eingehen. Und auch hier haben wir wieder die Umsetzung dieses Themas. Abraham mit dem Messer, mit dem Widder, die Hand, die da von oben kommt. Isaak auf dem Altarstein selbst kniend, da haben wir kein Feuer in Vorbereitung, während wir hier auf diesem etwas moderneren Gemälde das Ganze auch nochmal haben, wo Isaak sogar auf dem Feuerholz auf dem Altarstein gefesselt liegt und wirklich im letzten Moment der Engel kommt anstelle der Hand und sagt, hier, halt, stopp, danke, das genügt. Also die heilige Handlung findet auf einem Altar statt, durch Opferung von etwas. Und das ist etwas ganz anderes als bloß ein kleines Täfelchen oder eine Kerze mit einem Dankesspruch irgendwo aufzustellen oder abzulegen. Das ist ein fließender Übergang, mit wie ich diese Votivgaben, die dann zu Votivsteinen werden, die dann Weihealtäre sein können und die dann dezidiert Altäre sind.
Und das wollte ich eigentlich nur noch mal rekapitulieren, dass man das nicht so wahllos mischen sollte, sondern dass man da auch sehr wohl in der Form, in der Ausgestaltung, in dem, was man archäologisch dann findet, einen bestimmten Zweck von ableiten kann. Man kann das so ineinander überfließend bezeichnen, aber wenn man es ganz genau nimmt, ist ein Votivstein was anderes als ein Matronenaltar. Auch wenn auf beiden Objekten das gleiche draufsteht. Es kommt darauf an, wie ist das oben geformt und welcher Verwendungszweck lässt sich daraus ableiten. Und das wollte ich eigentlich mit dieser kleinen bunten Bilderschau zeigen. Zum Schluss noch sehen wir hier nochmal die Rekonstruktion, die heilige Handlung vor dem römischen Tempel. Und es folgt ein Vergleich zur Neuzeit, zur Gegenwart. Das Bildmaterial, das ich euch jetzt noch ein bisschen zeige, das ist ein Vierteljahrhundert alt. Wie wird ein Altar zum Altar im christlichen Kontext? Er muss geweiht werden. In der katholischen Kirche kommt dazu extra ein Weihbischof. Denn eine Altarweihung ist etwas derartig Wichtiges, das kann nicht ein einzelner Priester einfach so machen, es sei denn, er hat die Ausnahmegenehmigung vom Bischof. Aber in der Regel kommt der Weihbischof und segnet den Altar neu ein. Dazu wird der Altarstein, die Oberfläche mit Chrysam begossen. Das ist ein gesalbtes Öl und es wird Weihrauch dort verbracht und zum Schluss dann auch verbrannt, beziehungsweise auch mit Kerzen, geeigneten Wachsbrennern. So wie wir das jetzt hier sehen. Und so hat man sich das ein bisschen auch in der Antike vorzustellen. Und wenn ich immer wieder mal Bezüge zwischen christlichem herstelle und antikem, dann hat das nicht nur den Grund, dass das auch ein Übergang ist zwischen dem, was ich in meinen Videos mache, sondern die katholische Kirche beispielsweise ist ein hervorragendes Freilichtmuseum zum Verständnis antiker Rituale und Traditionen. Die haben dort, wenn auch in teilweise veränderter Form, bis in die Gegenwart überlebt. Und wenn man immer nur Steine zeigt und immer nur Abbildungen von Mosaiken oder Wandmalereien, die hunderte, tausende Jahre alt sind, hier kann man sich das dann am lebendigen Objekt dann angucken. Und wenn man das weiß, dann kann man auch ein paar Sachen erklären, sowohl was die Kirche betrifft, als auch was die Antike betrifft. Ich hatte mir dieses 50. Video auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte das mit den ganzen Altären eigentlich nur als nochmal knappe Zusammenfassung und zur Klärung der Begrifflichkeiten machen und eigentlich zur Feier des Anlasses was ganz anderes machen. Aber das kommt dann im nächsten Video, denn das würde jetzt wirklich zu lang. Wir sind jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde oder irgend sowas. Das soll es dann bis hier auch gewesen sein. Bitte, 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 bitte. Vergesst nicht, wenn ihr könnt, mögt, wollt, mir auf Patreon oder PayPal eine Unterstützung zukommen zu lassen. Das wäre wirklich sehr freundlich. Oder zumindest den Kanal zu abonnieren und mir ein Like dazulassen. Auch das hilft mir. Die Zahlen steigen. Es gibt auch dieser Tage Zahlen, die steigen, die etwas Gutes bedeuten. Sollen wir ja nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal und da werde ich dann auch was, denke ich, ein unterhaltsameres Archäologisches machen. Also wo wir dann tatsächlich mal was anderes jetzt sehen, als das, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Steine, einzelne Steine. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis demnächst.